So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Blazeback, der Egglock Challenge, mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode muss ich gestehen, dass ich mal wieder gefailt habe. Und zwar habe ich vergessen, nach der letzten Folge abzuspeichern. Das heißt, ich musste das Spiel ganz grob nachspielen. Ist mir auf jeden Fall nicht gelungen, weil Rusev immer noch auf Level 52 ist. Aber gut, deswegen kommt Rusev heute mal ganz, ganz schnell nach vorne. Und heute begrüße ich euch ganz herzlich zu Episode 35, ja. Weil in der letzten Episode wurde mir teilweise auch gesagt, ja, Regi, du kannst nicht zählen, du dummes Stück. Und ich dann nur so, ja, warum denn? Ja, Part 34 nach Part 34, ja, bist du denn verrückt? Dachte ich mir nur, ja. Man kann ja mal Fehler machen, oder? Man kann in der heutigen Gesellschaft mal Fehler machen. Und zwar ist das natürlich auch mal wieder ein Fehler. Und zwar habe ich hier gewusst, dass ich critten werde. Ich habe nicht an die sechste Gen gedacht, wo ich dann auf einmal weiß, Stahl hat keine Resistenz mehr gegenüber und nicht Moves, ne? Ich habe schon vorausgedacht, ja? Ich wusste, dass ich critten werde. Deswegen habe ich hier natürlich angegriffen. Das ist klar, Leute. Hallo, das ist Next Level Shit, ja? Gut, okay, wir haben uns leider in der letzten Folge von Cynthia verabschiedet, nachdem ich nicht mit einer Kehrtwendung gerechnet habe von einem Mien Shao, was mich gewundert hat, weil ich war mir ziemlich sicher, dass Mien Shao Kehrtwende nicht von sich selber aus erlernen kann. Aber ihr habt mich eines Besseren gelernt anscheinend. Er lernt die Vorstufe, Lin Fu war das, glaube ich, ja, den Angriff, und zwar dann sogar relativ klar und deutlich auf Level 41. Aber ich wusste das echt nicht. Ich meine, wann habe ich das Ding mal im Spielverlauf benutzt? Gar nicht. Ja, das Problem bei Lin Fu ist einfach, das gibt es, glaube ich, in Originalspielen irgendwann nach dem 8. Orden, wo du dir so denkst, okay, ja, okay, das, da komme ich jetzt nicht ganz hin, ne, aber, naja. Ich glaube, es ist, okay, warte, für Schwarz und Weiß 1 auf jeden Fall nach dem 8. Orden. Ja, das weiß ich. Das ist nämlich nach Twin Drake City, und zwar auf der Route Richtung Siegestraße. Und in Schwarz und Weiß 2 könnte das vielleicht sogar nach dem 7. Orden sein. Bin mir aber nicht ganz sicher, ich könnte mich auch irren. Ich weiß nicht, ob der Pfad Richtung Norden von Twin Drake City aus nämlich gesperrt ist im Zweierteil. Das kann ich jetzt aus dem Kopf heraus nicht so wirklich sagen. Naja, wie dem auch sei. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Wendelberg stehen geblieben. Heute wollen wir endlich den Wendelberg besiegen. Besiegen vor allen Dingen, wir wollen den Berg besiegen. Heute wollen wir den Wendelberg zu Ende passieren und dann, wenn es geht, in die nächste Stadt einziehen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Es ist definitiv halt die Stadt mit dem Arena-Heini, mit Sandro. Ja, ich hatte auch mal in der Grundschule so einen Typen, der hieß Sandro in der Klasse. Der war verrückt, der war wirklich verrückt. Der hat teilweise Sachen erzählt. Keine Ahnung, ob der Aufmerksamkeit gesucht hat, aber der war verrückt, der Junge, sag ich euch, ja. Er hat halt immer an seinem Messer rumgeleckt, als wir irgendwie in der Schule gefrühstückt haben, ja. Also großes Frühstück gemacht haben, zu Karneval und so weiter, das weiß ich noch. Da hat der, haben wir halt alle, hat irgendeiner natürlich Brötchen mitgebracht, ne. Und der hat dann halt so sein Messer dabei gehabt und hat da rumgeleckt und so. Der war verrückt, der Typ, der war verrückt. Ja, ein richtig verrückter Bub. Aber gut. Hört der Vergangenheit an. Rusev, Grande, Match, Buff! Ja, da gibt es den Ecolate für Extra Drill. Ecolate ist der Finisher-Move von Rusev, ja. Ein Finisher-Move, Leute, für die Wrestling-Line ist so der Move, mit dem ein Wrestler das Match beenden möchte, ja. Deswegen auch der Finisher-Move. Das ist halt so, ja, sein Markenzeichen größtenteils auch. Wenn er den durchbringt, dann ist in der Regel Ende Gelände, ja. In der Regel. Ist nicht immer so, aber ja. Jetzt nochmal ein bisschen Wrestling-Kunde, ne? Just in case. Ich kenne mich mit der Szene auch ein bisschen gut aus. Hab gestern natürlich auch wieder bis 5 Uhr morgens Wrestling geschaut. Ja klar, muss auch mal sein, ne? Muss irgendwie am Donnerstag... Gut, okay, es ist spät am Donnerstag, irgendwie 16 Uhr oder so. Es ist erstmal wieder diese ganze Informations-Gedöns-Kacke da. Aber für mich, die Vorlesung habe ich erfahren. Lustigerweise sogar erst am 24. los. Das heißt, ich habe sogar noch 2 Wochen Zeit, bis es richtig losgeht, ja? Von daher... Keine Ahnung, kann ich erstmal wieder ein bisschen Chili Vanilli machen, ja, ein bisschen entspannen und chillaxing. Und ich will bis dahin natürlich schön durchziehen, ja. Also, ich mache zum Beispiel morgen einen ganz großen Giveaway-Stream, ja. In den ich auch meinen Moderatoren in Chat ein paar Pokémon geben werde, die dann hoffentlich auch für euch
dann auch nochmal verlosen können, weil ich möchte kurz vor dem Release von Sonne und Mond nochmal dafür sorgen. Ich krieg immer noch Nachrichten von wegen, ja, Regi, wie sieht's aus? 6x31er DV-Dito, hättest du ein bisschen was für uns parat? Ich kann jetzt natürlich nicht bei einer einzelnen Person dann so sagen, ja, komm mal her, gib mir deinen Freundschaftscode, lass uns tauschen. Könnte ich natürlich schon machen, ne? Aber es wäre, ich würde mich dann irgendwie schlecht fühlen, weil dann würde ich eine Person bevorzugen und dann schreibt mich vielleicht am nächsten Tag jemand an und sagt, ja, guck mal, ich habe auch dasselbe Problem, könntest du mich auch helfen? Und ich dann so, nö, heute nicht. Es geht nicht. Ich bin jemand, ich möchte alle Leute gleich behandeln. Und dieser Giveaway-Stream, und diese Giveaway-Streams, ich habe ja schon 2 Stück davor, glaube ich, gemacht, die sind ganz cool, ja? Ja, die haben in der Regel den Leuten auch sehr gut gefallen. Einfach, wenn man da coole Pokémon bekommen kann, ja? Einfach coole Pokémon, die man da bekommen kann. Aber der ist halt herzlich dazu eingeladen. Ich weiß nicht, wann ich morgen anfangen werde. Morgen Abend aber auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr anwesend seid. Weil Ziel ist es immer noch, ich würde gerne diese 250 Subscriber knacken. Das ist das Ziel und das wollen wir natürlich auch hoffentlich schaffen. Wir werden sehen. Egal, das ist auf jeden Fall ein bisschen was, was mir durch den Kopf geschworen ist. Und ja, ich habe mir diese Woche auch was vorgenommen. Diese Woche wird auf jeden Fall organisierter. Ich muss diese Woche natürlich auch nochmal wieder meinen Schlafrhythmus in Ordnung bringen. Ich meine, nachdem ich davon gesprochen habe, dass ich heute mal wieder Wrestling gestartet habe, kann man mir das vielleicht nicht ganz so gut glauben. Ich spiele hier, by the way, um Spiegel Cape rum, weil ich mir nicht sicher bin, ob eine Finsteraura ausreicht. Deswegen versuche ich jetzt dieses Wobbuffet erstmal ein bisschen runterzuhauen, was den Schaden angeht. Damit ich es irgendwann in der Range habe, wo ich weiß, dass eine Finsteraura auf jeden Fall ausreicht, um Wobbuffet zu besiegen. Warum benutzt das Mimik? Ich glaube, ab der Range müsste ein Dark Pulse ausreichen. Wir haben Step, wir haben unseren enorm hohen Spezialangriff. Der Angriff ist sehr effektiv. Bin zwar ein Level drunter, aber der müsste eigentlich ab der Range auf jeden Fall ausreichen. Ich bin ein bisschen paranoid, was sowas angeht. Vor allen Dingen, wenn wir ein Level drunter sind, unter diesem Pokémon. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Okay, unser Team wird geheilt. Das ist auch nicht gut, weil wir eigentlich einen Toten haben. Von daher, egal, vergessen wir es. Ja. Schade, dass wir nicht Winter haben. Im Winter wäre ich gerne hier im Wendelberg gewesen. Im Winter ist nämlich der Wendelberg echt cool. Da liegt hier draußen nämlich überall Schnee rum und man muss sich erst einmal um den ganzen Berg drumherum gehen. Man kann nämlich erst, man kann einfach mitten reingehen. Ja, liegt jetzt zum Beispiel Schnee rum und dann kann man von hier aus, wenn man nach unten drückt, einfach in die Mitte des Wendelbergs gelangen. Das ist total cool gemacht. Also dieser Jahreszeitenwechsel in Schwarz und Weiß 1, das ist glaube ich etwas, was es erwähnen nicht viele, aber ich finde diesen Jahreszeitenwechsel in Schwarz und Weiß 1 und 2 richtig, richtig, richtig cool. Also, ich finde den spitze. Mir macht er enorm viel Spaß und vor allen Dingen diese kleinen Features, die man da manchmal hat. Gerade, glaube ich, jetzt an der Stelle, wo wir sind, da gibt es nämlich immer besondere Features für den Winter, auch in der nächsten Stadt, in die wir gelangen werden. Dort ist dann nämlich ein See. Ja, alle anderen Jahreszeiten ist der See normal, aber im Winter ist der See zugefroren. Da kann man nämlich dann nicht mehr drauf surfen und dann rutscht man auf einmal auf diesen See rum. Das ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist etwas, was die 5. Gen absolut sympathisch macht für mich. Es war halt immer wieder was Neues. Stellt euch mal vor, ihr habt das Spiel gespielt am Ende des Monats. Dann macht ihr irgendwo gerade an der Stelle kurz Pause, speichert das Spiel ab. Am nächsten Tag kommt ihr dann wieder dahin, macht euren DS an. Ich glaube, man muss vorher nochmal resetten, indem man in ein Gebäude geht und dann wieder rausgeht, ne, damit die Jahreszeit sich aktualisiert. Und auf einmal, wechselt die Jahreszeit. Und dann sieht das Gebiet anders aus, als man es von gestern kannte. Das ist ein total cooles Gefühl, sage ich euch. Ja, wenn ihr Schwarz und Weiß 1 gespielt habt, dann wisst ihr, glaube ich, welches Gefühl ich meine. Das ist vor allen Dingen am Anfang des Spiels so gewesen. Ich hatte immer so ein tolles Gefühl dabei. Gerade weil es auch in den verschiedenen Jahreszeiten dann immer andere Features gab. Das fand ich auch toll. Dass andere Pokémon aufgetaucht sind, dass Pokémon teilweise anders aussahen. Gut, galt jetzt nur für Kronjuwild, aber selbst das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wie ist eigentlich heutzutage mit Kronjuwild? Ist das random? Ich meine, die Jahreszeiten gibt es ja in der 6. Gen nicht mehr und dementsprechend, ja, ist das, glaube ich, mit Kronjuwild dann auch ein bisschen komisch. Ich glaube, wie war es bei Kronjuwild? Ich glaube, das ist random, welche Kronjuwild man begegnet. 25% Chance für die alle? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber ganz gut vorstellen. Ich habe hier auch wieder einen kleinen Missplay gemacht. Ich bin nämlich nicht direkt auf Maschine gegangen, obwohl ich wusste, mein Gegner hat Robustheit. Weil ich habe ja meinen Knochenboomerang, der zweimal trifft. Und weil er zweimal trifft, können wir auch sowas wie Robustheit umgehen. Sehen wir jetzt, glaube ich, nochmal. Auch dieses Volubinas hat bestimmt Robustheit, ne, hat's nicht, okay. Also hier kann ich euch leider nicht ganz so toll zeigen, aber egal.
Selbst wenn es Robustheit gehabt hätte, wäre es mit dem ersten Schlag auf die Robustheit runtergehauen. Beziehungsweise wir hätten die Robustheit kaputt gemacht und mit dem zweiten Dieb hätten wir das Pokémon auf jeden Fall rausgenommen. Was ist denn heute mit mir los? Ich glaube, man merkt mir an, ich bin heute gut drauf, ich bin motiviert wie ihr und je. Mir geht's gut. Okay, und der Countdown läuft auch, Leute, weil ich habe ja gesagt, Donnerstag muss ich wieder in die Uni. Ich muss wieder unter eine Vielzahl von Menschen. Ja, ich werde mich wieder nicht nur bestimmten Personen in der Öffentlichkeit zeigen, euch jetzt zum Beispiel eingenommen. Ich muss, oder ich werde mich dann wirklich eine Menge Leute zeigen, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne. Und ich kann mich auch nicht inkognito bewegen, wie ich es jetzt hier in meiner Street, in meiner Hood immer so machen würde. Und das bedeutet, ich muss, ich kann es gar nicht über die Lippen bringen. Also der Bartgott, der wird sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Ich muss mich rasieren, unfassbar, ja, ich muss mich rasieren auf jeden Fall. Also, wenn ihr euch jetzt an den pelzigen Regi gewöhnt habt, gewöhnt es euch ab. Ich muss auf jeden Fall, der Pelz muss nicht komplett ab, aber der Pelz muss gestutzt werden, ja. Also der Pelz wird auch gestutzt, weil ich kann so definitiv nicht unter die Leute. Ich sehe aus wie so irgendein Buschmensch. Ich sehe aus wie Robin Williams in Jumanji, als er gerade frisch aus dem Buch kam. Das muss nicht sein, das muss nicht sein, auf jeden Fall. Naja, wie dem auch sei, Leute, mir geht es auf jeden Fall trotzdem spitze heute. Ich glaube, das merkt man auch an. Eine neue Woche, eine Woche, in der ich heute auf jeden Fall, oder diese Woche durchstarten will. Ich bin ansonsten am Wochenende, Samstag, Sonntag, auf der Spielemesse in Essen. Ja, also falls ihr auch dort seid, bitte einmal, falls ihr mich auch dort sehen solltet, einfach ansprechen, würde mich freuen. Aber ich werde auch nochmal ein Informationsvideo zu raushauen, ja. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Spielemesse in Essen, weil, warum eigentlich Regi? Naja, weil, ja, Pokémon-Turnier, TCG und so. Ja, ich weiß nicht, meine Motivation in Sachen TCG ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen, ich sag mal, ich bin nicht in den Keller gegangen, aber... Ja, ich muss mich, glaube ich, erstmal an dieses neue Turniersystem gewöhnen. Ja, ich habe euch ja erzählt, es gibt so ein neues Turniersystem und so weiter, was ich mir jetzt die nächsten Wochen, Monate auch angucken werde. Ich glaube, ich muss mich da auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Aber es wird auf jeden Fall ein relativ großes Event am Wochenende. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Vielleicht nehme ich meine Kamera mit und mache da nochmal ein paar kleinere Aufnahmen. Mal schauen. Aber an sich ist die Spielemesse auch gar nicht mal so uncool. Falls ihr euch fragt, worum es dann auf dieser Spielemesse geht, es sind keine Videospiele, es sind Brettspiele, um die es geht. Ja, also wenn ihr Brettspiele interessiert seid, wenn ihr wissen wollt, was hier Ravensburger und die ganzen anderen Brettspiel-, Familienspiel-, Gesellschaftsspielfirmen demnächst raushauen werden, wenn ihr da mit euren kleinen Geschwistern, großen Geschwistern, mit eurer Familie oder so irgendwas Cooles machen wollt, geht auf jeden Fall hin. Ich war letztes Jahr auf der Spielemesse in Essen. Also eigentlich ist es einfach nur die Spiel ist es, ja, so heißt sie, die Spiel. Ich war letztes Jahr da und es ist echt super, ja. Ich habe letztes Jahr nicht so viel Zeit gehabt, weil ich da auch wieder in so einem Turnier teilgenommen habe. Diesmal ist es auf jeden Fall noch größer, es ist ein zweitägiges Event, was total krass ist für deutsche Verhältnisse. Es ist, glaube ich, abgesehen von der deutschen Meisterschaft nie in Deutschland der Fall gewesen, dass man mal zweitägige Events hatte. Und ja, es lohnt sich wirklich. Ja, man kann da halt diese Brettspiele dann auch antesten, kann sich die erklären lassen von Leuten, die in der Lage sind zu lesen. Ja, also, ja, keine Ahnung. Aber ich würde es euch empfehlen, wenn ihr da irgendwie aus der Nähe aus Essen kommt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube, irgendwie Schüler und Studenten kriegen sogar halt auch Eintrittsrabatt, ist klar. Ja. Und ich würde sagen, kriegt von mir das Benga Gütesiegel. Lohnt sich ganz, ganz klar, meiner Meinung nach. Okay, Leute, Banger-Frage der letzten Episode. Und zwar wollte ich noch etwas ergänzen. Ja, ich habe euch ja gefragt, was ist los mit euch? Was ist euer Lieblingsgetränk? Also, was findet ihr Dufte an so Getränken? Und was macht der Typ eigentlich da? Selbst wenn du an so abgelegene Orte schaust, oder verlassene Orte, leere Orte, willst du Sachen finden. Richtig, hier gibt es nämlich ein TM. Ich glaube, das ist Eishauch. Das ist Hagelsturm, oder? Flash kennen sogar. Okay, ich habe nichts gesagt. Flash kennen ist auch nicht schlecht. Ja, der Stahltyp ist in diesem, in der bis zur 5. Gen meiner Meinung nach nicht ganz so toll gewesen. Es sei denn, man hieß Metagross und hab halt einen Sternhieb gehabt. Auf allen anderen habe ich eigentlich selten bis kaum Stahlangriffe gespielt. Heatran vielleicht, ja gut, aber. Naja, es war halt nicht so. Es war eigentlich nicht nötig, wisst ihr das? Es war wirklich nicht nötig, dass man da, Das ist nicht richtig.
Streng genommen könnte man das, wenn das jetzt ein wichtiger Kampf war, sogar als Regelverstoß arten. Ja, muss ich beachten. Ja, wir haben ja auf Jenny Illusion drauf, das heißt also, egal. Ja, war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich habe euch ja gesagt, was trinkt ihr zum Beispiel so gerne? Boah, ich will so viele Dinge heute sagen, was ist da los mit mir? Die letzte Frage war, was trinkt ihr denn so gerne? Und da habe ich halt euch, habe ich ja gesagt, hier Gazoz kann ich euch empfehlen, das ist dieser türkische Brausegetränk. Super cool, ne? Kann ich absolut jedem empfehlen. Und was ich ansonsten sonst noch ganz gut finde, ist, das habe ich gar nicht erwähnt, und das kennen vielleicht sogar tatsächlich die wenigsten von euch. Und zwar heißt, ich weiß nicht, wie das Getränk heißt, es ist aber, glaube ich, ein mazedonisches Getränk, was ich einmal getrunken habe oder sogar des öfteren Mal. Was ich über meinen Cousin kenne, und das, ich weiß nicht, wie das heißt. Mir fällt der Name nicht ein. Es schmeckt auf jeden Fall, es ist so gelb, es sieht wirklich so aus wie Red Bull, so Katzenpisse-mäßig, aber es schmeckt wie Kaugummi. Er hat so einen Kaugummi-Geschmack, wisst ihr das? So einen richtigen, einfach nur ein Kaugummi, einen ganz normalen Kaugummi-Geschmack, den man da auch kennt, ja? Ich weiß auch nicht mehr, wie das Getränk heißt. Es hat so einen ganz komischen Namen gehabt, ja? Aber das kann ich euch auch noch empfehlen, das ist auch ganz gut. Das ist, glaube ich, wieder ein bisschen was Exotischeres, aber das ist ein Getränk, was ich auf jeden Fall nicht schlecht finde. Das mazedonische Kaugummi-Getränk, das war ganz cool, das war ganz cool. So, wie ist jetzt die Stadt, wo wir angekommen sind? Icerus City, achso, okay. Ja, gibt es einen Icerus. So, man kann hier, glaube ich, sogar wieder wilde... Oder wir können hier wieder wilde Pokémon fangen. Perfekt, werden wir auch machen. Oh, die Musik ist top. Ja, und die heutige Mengafrage, Leute, ist auch wieder eine ganz coole, finde ich. Und wobei ist es eine, die bestimmt vielleicht auch in den Kommentaren für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Ich möchte nämlich von euch wissen... Stichwort Konsolenkrieg. Ja, was? Nein! Hä? Oh, ich dachte, ich habe Rusev vorne, Leute. Ich dachte, ich habe Rusev vorne und greife jetzt hier gerade mit Schattenklaue an, mit Dunkelklaue. Oh, ich bin unkonsolidiert, das ist nicht gut. Oh, vielfacher Cut, aber das passt ja. Zumindest habe ich das jetzt gut runtergeschwächt. Und zwar möchte ich heute von euch wissen, wie gesagt, was ist eure Lieblingskonsole, ja? Was ist eure Lieblingskonsole of all time, ja? Auch eine ältere Konsole könnt ihr mir auf jeden Fall jetzt hier nennen. Ich muss gestehen, meine Lieblingskonsole ist, glaube ich, so ziemlich die PlayStation 3. Ja, meine Lieblingskonsole, also generell, wenn ich mich für Konsolen entscheiden müsste, also die richtigen Konsolen, sage ich mal, nicht die Handhelds oder so, war ich immer so der Nintendo Sony Boy, ja? Aber in den letzten Jahren, in den letzten 5-6 Jahren bin ich eher so in Richtung Sony gegangen, einfach weil, ja, mir die Spiele dort besser gefielen. Ja, es gibt halt viele Spiele, die es für die Nintendo-Konsolen nicht gibt. Die Dark Souls-Reihe zum Beispiel. Dark Souls, Leute, ja, auf einer Wii gibt es natürlich nicht. Ja, aber die Dark Souls-Reihe, ich bin ein riesengroßer Fan davon. Da bin ich mal ein riesengroßer Fan von. Meine Lieblingskonsole wirklich, mit der ich auch wirklich die meiste Zeit verbracht habe, ist die PlayStation 3. Das ist von allen meinen Lieblingskonsolen. Generell muss ich gestehen, von der Xbox halte ich persönlich relativ wenig. Frag mich nicht warum, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich konnte mich nie mit der Xbox so richtig anfreunden. Mein erster Kontakt mit der Xbox war damals, weil mit der ganz alten Xbox, die dann ein Freund von mir hatte. Ja, da sahen die Spiele eigentlich ganz cool aus, so im Vergleich zu der PlayStation 2. Aber ich weiß es nicht. Ich konnte mich nie mit dem Controller zufrieden geben. Und der ist mir meiner Meinung nach ein bisschen zu groß. Ja, das Kontraargument von den Microsoft-Leuten, von den Xbox-Leuten ist dann ja meistens immer so: Ja, aber ey, was soll denn das? Die Sachen von der Controller von der PlayStation, die ist viel zu klein. Ja, und da gibt es ja ewig so einen Konsolenkrieg. Ich persönlich, ich heile von so einem Konsolenkrieg nichts, weil soll doch jeder auf der Konsole spielen, die er mag, die er feiert. Ja, es ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich bin jemand, ich sage immer, PlayStation, das ist mein Ding, ja, das ist meine Konsole. Wie sieht es bei euch aus, ja? In Sachen Handhelds muss ich sagen, der Nintendo DS, der war schon spitze. Ja, der ganz normal DS, der war schon echt spitze. Ich habe da richtig viele Spiele drauf gespielt. Von Phoenix Wright bis Pokémon bis keine Ahnung was. Ich habe da aber auf jeden Fall richtig viel drauf gespielt. Und ich finde, der DS war eine super, super coole Konsole.
Der Nintendo DS, der war echt eine Spitzenkonsole, kann man nicht anders sagen. So, ich habe jetzt zum Beispiel das Bottogel. Jetzt werden sich einige denken, ey, der Bottogel, hast du hast doch Funfee auf dem Wendelwerk gefangen. Ja, aber ich habe keinen Bock gehabt, einen Funfee zu suchen. Ich habe einfach das erste Pokémon genommen, was mir entgegenkam. So, Box 7 und Box 6. Okay, wir skippen Box 2, 1 und 2. Wir haben jetzt Box 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich würfel jetzt nämlich auch nochmal aus, aus welcher Box ich jetzt noch ein Pokémon hole, ne? Weil ich habe, wie gesagt, erstmal noch nicht sehr vorbereitet. Wo ist mein Würfel eigentlich? Hallo? Würfel? Da ist er. Ha! Wir haben so lange kein Pokémon mehr ausgewürfelt. Da gucken wir mal. Also das ist jetzt eigentlich... Das ist jetzt eigentlich Box 1, ja? Das ist ja eigentlich Box 1. Dann gehe ich halt immer so weiter, je nachdem, was die Augenzahl sagt. Also, wir haben jetzt für das nächste Pokémon, wir haben eine 6. Ich glaube, eine 6 haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5, nee, geht nicht. Eine 6 ist wieder ein Pfeifanschein. Wir würfeln weiter, wir haben eine 2. Also 1, 2, wir sind in Box 4. Da sind wir in Spalte 1. Spalte 1. Bei Pokémon Nummer 4, okay. Also, es ist das erste Ei, was wir uns heute besorgen werden. Dann muss ich auf jeden Fall für die nächste Session... neue Eier reinholen und das Ei heißt Cream. Was ist bitteschön ein Cream? Was ist bitteschön ein Cream? Was ist ein Cream? Benelux? Das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Ich hab zwischen allen Boxen, die mir gerade zur Verfügung standen, ja, 5 Boxen habe ich ausgewürfelt und ich treffe dieses Scheißvieh. Okay, ich hoffe und bete gerade, dass bei der Ability irgendwas nicht stimmt. Ich hoffe und bete, dass es auch wieder ein Ability-Fail ist. Ich hoffe und bete, dass wir... Yes! Yes, we did it! Okay, eigentlich sollte ich mich nicht freuen. Eigentlich ist es gemein. Aber ich muss kein Bandelieri spielen. Ja! Das ist wiederum ganz gut. Okay, nochmal. Egal. Glück gehabt. Huh. Also für mich persönlich, ja, ich hätte natürlich nichts dagegen gehabt. Aber die Ability ist halt leider ein Problem. Das heißt, wir machen einfach mal weiter. Und zwar... bleiben wir in Box 3. Spalte 6. Pokémon Nummer 5. Und das ist ein Pokémon, was wie heißt? Pokémon heißt Snake Dragor. Sepa. Das wird ein Sepa. Snake Dragon. Snake Dragon kann nur Sepa sein. Vor allen Dingen, weil ich die Drachenhaut drauf gesehen habe, oder? Das war doch, glaube ich, die Drachenhaut drauf. Das muss ein Sepa sein. Sepa, Sepa, Sepa. Woodface. Snake Dragon? Snake Dragon? Also, lieber Dummwiesel-Hersteller, wenn das eine Schlangendrache ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ich will mal nichts sagen, Dummwiesel. Dummiesel, der Zerstörer der Welten. Dummiesel, der Zerstörer der Welten, ey. Mein lieber Scholli. Snake Dragon. Ich nenne es einfach Snake Drago. Snake Drago ist auch gar kein so schlechter Name. Oh, Ability passt, fuck. Hornburavut? Ah, oh, da hast du mich getrollt. Ich dachte, das ist ein Sepa, auch wegen der Drachenschuppe. Aber gut, dann haben wir einen Dummiesel, Leute. Ein Dummiesel ist auch nicht schlecht. Ein Dummiesel ist sogar ganz okay. Egal, weiter geht's. Wir haben noch Morlord. Ein weiteres Ei, was wir ausbrüten können. So, wir haben, oder wir gehen jetzt erstmal in Box 1, 2, 3. Box 5.
Spalte 6. Oh, da können wir nicht so viele treffen. Ha, 4. Ha. Okay. Und das Ei heißt Banger, Bro. Das ist irgendein Pokémon mit Finale bzw. Explosion. Ey, komm, wenn es irgendein Pokémon mit Finale Explosion heißt, was an Bang angelehnt ist. Nein. Nein. Also der dunkle Fürst Rigibang schlägt wieder zu. Und ja, ein Evoking ist natürlich top. Das ist top, Leute. Banger, Bro. Was geht ab? Banger, Bro ist jetzt auch am Start. Nice. Das ist sogar ein Pokémon, bei dem ich überlegen würde, das reinzunehmen. Banger, Bro. Und zwar... Oh, mit Dragon Dance. Drain Punch, Ice Punch, Fake Out. Not bad. Und Moxie. Okay, Guys, wir werden umstrukturieren. Wir werden umstrukturieren. Nach langer Zeit wird es wieder Zeit, dass wir mal ein bisschen was am Team verändern, ein bisschen was umstrukturieren. Und zwar müssen wir uns jetzt an dieser Stelle erstmal von einem Pokémon verabschieden, und zwar von Gothitelle. Morbitess, vielen, vielen Dank, Cynthia, für deine tolle Unterstützung. Du warst, glaube ich, mit das Mitglied, was stand jetzt sogar am längsten im Team war mit Jenny zusammen, glaube ich. Trotzdem, mach es gut. Ich konnte diese Kehrtwende leider nicht predicten. Hast sogar lustigerweise immer noch den Evoliten drauf. Ha! Aber mach es gut. Bis ein andermal. So, dann... Freddy bleibt natürlich safe im Team. Freddy ist unsere Angriffsbombe. Ich würde Rusev eventuell gerne wieder droppen. Aber ich behalte auf jeden Fall Irokex drin. Ja, den Banger-Broni behalte ich drin. Unlicht mit Kampf ist ganz gut. Jenny gegen kommt raus, weil wir dann auch noch Unlicht-Pokémon haben. Ein bisschen Abwechslung, wie gesagt. Und stattdessen nehmen wir... Was soll ich Dummiesel reinnehmen? Leute, Dummiesel versus Rusev. Wait. Wait, so viel Auswahl habe ich gar nicht. Ich habe... mein Core ist das. Ich habe immer noch kein Pokémon mit Fliegen. Das ist auch nicht toll. Ursaring. Ja, Ursaring. Okay. Also, das heißt, wir haben zwei neue Teammitglieder erstmal vorübergehend. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Ist, glaube ich, besser als Jenny. Jenny fällt sowieso gerade ein bisschen zurück, weil es nicht mehr ganz so OP ist. Egal. Banger Bro wird zur nächsten Episode entwickelt. Und Snapdragon wird auch... Also beide werden natürlich ans Team angepasst. Aber wir können ja noch in der Panaero City und so weiter ein paar Pokémon fangen. Vielleicht sollten wir das für die nächste Episode dann auch nochmal in Betracht ziehen. Ich meine, mit Snake Bro haben wir jetzt sogar ein Pokémon, was... Banger Bro, Verzeihung, haben wir ein Pokémon, was ganz gut in der Arena ist. Ich möchte aber trotzdem nicht wieder einen Fehler machen. Ich will mir erstmal ein paar Encounter suchen. Leute, egal. Egal. Ich schau mal, was wir für die nächste Folge machen werden. Ich werde mir da definitiv was einfallen lassen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder von Pokémon. Denkt an die Banger-Frage und bis morgen. Denkt's dran, Stream morgen, keine Ahnung, morgen Abend. Giveaway, Streams, da werden Dieten und so weiter verlost. Egal, haut rein, Leute. Macht's gut, gleich Musik und ciao. Euer Rie.